Das Motto der Naturpark Wirte schmeckt den Schwarzwald bedeutet für uns, die Produkte aus der Region zu beziehen, saisonal, regional und dann zu schönen Gerichten zu verarbeiten, die einfach nach Schwarzwald schmecken, die der Gast, auch speziell der Urlaubsgast, hier bei uns so erwartet und die er nirgends anders vorfindet. Jede Region hat ihre Spezialitäten. Bei uns im Schwarzwald zum Beispiel das Wild, die Forelle und der Schinken. Und das muss von hier kommen und regional erzeugt sein. Dann schmeckt es auch, wie der Gast es erwartet. Eine der Besonderheiten der Naturparkwirte unserer Kooperation liegt darin, dass wir mindestens 6 Gerichte und ein saisonales Menü auf der Karte haben. Dadurch unterscheiden wir uns zu Kollegen und Mitbewerbern, die einfach nur Regionalität sich auf die Karte schreiben, aber einfach nicht die Anzahl der Gerichte liefern können, so wie wir Naturparkwirte das machen. Die Philosophie der Naturparkwirte geht dahin, dass wir regionale Produkte saisonal verarbeiten von Erzeugern aus der Region, speziell von Landwirten, kleinbäuerlichen Familien, aber auch von Genossenschaften, von Produzenten zum Beispiel Mineralwasser, Bier, um einfach der Region und dem Erzeuger eine Rentabilität zu ermöglichen, damit er seinen Betrieb aufrechterhalten kann. Bei den Landwirten geht es uns noch besonders darum, dass der Landwirt durch seinen Ertrag den Betrieb erhält, die Landschaft pflegt und wiederum so zu einer schönen Kulturlandschaft beiträgt, dass die Urlaubsgäste hier sich wohlfühlen und den Schwarzwald erleben können mit allen Sinnen. Der Verein der Naturparkwirte macht auch gemeinsame Aktionen über das Jahr hinweg, sei es das Traditionsgericht im Sommerzeitraum mit unserem Sponsor Thainacher Mineralwasser oder dann auch im Herbst die regionalen Wochen mit Wild zum Beispiel, da passt ein schönes Albersbacher Bier dazu oder dann ein passender Wein zu den Sommeraktionen mit Kräutern, mit Honig, mit Forelle und auch Genussmessen werden veranstaltet für Endverbraucher, wo die Kunden ihre Produkte beim Erzeuger kaufen können und die Naturparkwirte dabei die Bewirtung übernehmen in Form von regionalen Gerichten wie eine Messe. Der Bezug zum Naturpark Schwarzwald Mitte Nord ist bei uns sehr gut gegeben, da wir im Schwarzwald Naturpark Mitte Nord liegen und hier natürlich die Schwarzwaldlandschaft um uns herum haben. Und hier können wir das natürlich bestens verkörpern. Die Landwirtschaft liegt uns sehr am Herzen. Um uns herum sind die ganzen Wiesen und Wälder alles von Familienbetrieben bewirtschaftet. Auch wir, unser Hotel Landhaus Lauble, war früher ein landwirtschaftlicher Betrieb und kennen uns daher sehr gut aus mit der Arbeit, die dahinter steckt und mit den Produkten, die am Schluss dabei rauskommen. Landwirtschaft trägt zum Tourismus bei. Die Leute möchten die Landwirtschaft erleben, möchten Tiere sehen, möchten auch sehen, dass hier noch was passiert. Regionale Erzeuger gibt es viele um uns herum in unserem Betrieb. Als Beispiel den Mooshofkäse aus Tennenbrunn, ein familiengeführter Ferienbauernhof mit Kühen. Und sie haben sich spezialisiert auf Bio und erzeugen dann Käse, den sie jedes Mal dann wöchentlich hier bei mir auf Bestellung anliefern. Es gibt da verschiedene Sorten. Und diesen Käse verwenden wir auf unserer Speisekarte und auch beim Frühstücksbuffet für die Hotelgäste, wo sie sich morgens bedienen können. Die Vorteile als Mitglied bei den Naturparkwirten liegt für mich speziell darin, im Austausch mit Kollegen, beim Bezug von Produkten, wo bekomme ich was für meine Karte und natürlich der Background hin zum den Naturpark zur Unterstützung bei Werbung, bei Aktionen und Präsentation im Print und sämtlichen anderen Medien.